Sieht schon hübsch aus. Ja, kann ich nicht. Also ist das eine Gegend, wo in der... Was war das denn? In die wir erst rein können, wenn wir dann wahrscheinlich die Aufgaben gelöst haben. Vermute ich mal. Ganz grob vermutet. Gehe ich hier erstmal nach Westen. Ja. Erst ein paar coole Moves. Na komm. Kann ich einfach so hoch? Ja. Vielleicht. Ja, doch, es geht. Wir sind geländefähig. Schwache Energiequelle geortet. Ja, was denn? Wo denn? Wie denn? Ach da. Stabile organische Energie geortet. Ja, aber da sind die ganzen Viecher in der Gegend. Ne, da will ich ja nicht hin. Wenn die mich jetzt angreifen, dann verballere ich ja mehr Munition, als ich da aus der Ressource rauskriegen würde. Vermutlich. Sehr vermutlich. Ah, da sind Gegner, das ist schlecht. Kein Fan, warte mal. Plump. Sind alles Gegner hier? Ja. Ich renne einfach mal, ne? Oder haben die gar nicht auf mich gekloppt hier? Ich meine, es ist ja schön, wenn das immer gesagt wird, aber ich, wahrscheinlich hättest du heute, dass dann jeder Gegenstand extra am Leuchten mit einem kleinen Marker drüber wäre. Wahrscheinlich das. Oh, was ist hier los? Was ist denn hier los? Hallo? Kinders? Mal ganz ruhig bleiben. Wen wollte ich hier finden? Ich wollte Elot finden, ne? Elot. Das ist Elsirir, okay. Grüßen. Hast du mal eine Sekunde? Schlechter Zeitpunkt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ich glaube, der hat keine Sekunde. Habe ich jetzt Schaden genommen offiziell? Nee, habe ich nicht. Hat man mehr in den Dialoge ein Schild um sich herum? Guten Tag. Hast du Elot gesehen? Du solltest nach Süden gehen, um ihn zu finden. Ich sehe ihn von hier aus nicht, aber zuletzt war er im Süden. Wurde nicht was von Westen gesagt? Wer war denn im Westen? Ich bin extra in den Westen gelatscht, weil hier irgendjemand sein sollte, oder hab ich's verhauen? Dann gehe ich jetzt in den Süden. Dann gehe ich nach Süden. Ah, okay. Immerhin kommt man hier einigermaßen flott voran, das geht schon mal. Da ist Elot. Elot. Hi. Grüßen. Hey, Knirps. Bist du Elot? Gleich nicht mehr, würde ich sagen. Ist der tot oder versteckt er sich? Ich glaube, der versteckt sich nur. Ha. Ich weiß ja nicht, ne? Was für eine Reichweite habe ich denn mit den Waffen? Ich hoffe, die können nicht sterben. Wäre durchaus angenehm, wenn sie es nicht könnten. Ob ich die Zielhilfe einschalten sollte? Ah, ich treffe die wenigstens. Aha. Die Sounds machen es sehr eindeutig. Kann das fast explodieren? Nein. Ich könnte mal eine Deckung haben zumindest. Ich glaube, mit der Kampf ist auch nicht unbedingt der sinnvollste, den ich gerade mal führe. Es sind auch verdammt viele hier. Ich weiß nicht, wie viel die aushalten. Also tot. Sehr gut. Sehr gut. Alles zu seiner Zeit. Langsam ernährt sich das Streichholz. Ist er auch tot? Episch. Nein, noch nicht tot.
Es fühlt sich zwar nicht komplett modern an, aber es ist schon mal okay. Man kann damit zielen. Es ist schon okay. Es fühlt sich sehr oldschool an. Wahrscheinlich, wenn ich das mit Gamepad spielen würde, ne? Es wäre furchtbar. Ich würde nichts schaffen. Wahrscheinlich. Ah gut, angenehmerweise kann man schön ausweichen. Stirb. Stirb tatsächlich. Na komm. Ah, Kinders. Räuche ich mal halt den ganzen Laden aus hier. Au, da sind noch mehr. Au. Huch. Vielleicht doch nicht. Ich darf nicht zu dicht dran sein. Ich darf nicht zu dicht dran sein. Ich muss tatsächlich mal ein bisschen gucken hier. Ich habe 92 Gesundheit, das ist okay. 92%. Hallo! Nicht, dass ich jetzt alle Money verballere hier. Sehr gut. Einer gegen 100. Material geordnet. Ich habe einen Beutel aufgenommen. Wie, was ist ein Beutel denn für Material? Was ist ein Beutel denn bitte für Material? Ah, fantastisch. Es ist eher wie Echtzeit-Schach spielen, würde ich mal sagen hier. Ist eher in dem Bereich gerade mal. Au, nix da. Schießen die mit einer Zwille oder was ist das? Kann das sein, dass ich gerade 200 Schuss irgendwie zerlegt habe hier? Kann das sein? Ein bisschen was. Waren das alle? Will noch jemand? Einer ist da noch, ne? Ja, sehr gut. Na komm. Stopp! Ah! Ah! Au! 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 Das sind auch langsame Projektile hier. Was machen die denn hier? So. Was das an Muni gekostet hat, ist krass. Aber immerhin kriege ich einiges an Ausrüstung hier. Das muss ich quasi nochmal herausfinden, wie quasi das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, wenn man so ein Lager hier zerlegt. Es war ja nicht unbedingt meine Absicht. Und das ist Medikit. Ich habe 75% Gesundheit. Wo habe ich es denn? Grünes Helidium 28 habe ich davon. Wie gesagt, mal gucken, wie viel man da dann von herstellen kann aus den ganzen Sachen. Medikit 2. Da hätte ich gerne ein paar Infos zu in dem Sinne. Na gut, ich hoffe mal, dass ich alles habe hier. Jetzt können wir endlich reden. Das, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte. Wobei, da liegt noch ein bisschen was wahrscheinlich. Ne. Jetzt kann ich endlich reden hier. Nicht mit dem. Jetzt haben wir nur einen Bauer. Sondern mit Illord. Grüßen. Jetzt sind wir ordentlich. Ich habe eine Frage. Bist du Illord? Mhm. Ja. Bist du auch auf der Suche nach Nahn? Genau. Weißt du, wo er ist? Wie ich schon den Kriegern gesagt habe, ich habe ihn seit vielen Monaten nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich arbeiten. Also aber kurz angebunden. Ich muss deinen Bruder unbedingt finden. Ich wünsche mir nichts mehr als seine sichere Rückkehr. Aber wenn ich nicht rechtzeitig mit meiner Arbeit auf dem Feld fertig werde, werden sie mich bald noch schlimmer zusammenschlagen. Könnte mich doch bloß ein Schamas heilen. Dann wäre die Feldarbeit kein Problem. Zugriff auf Notepad erfolgt. Müssen wir jetzt dafür sorgen, dass hier die Schamas wieder fitter sind? Oder was ist das? Dass sie mehr zu tun haben? Nein. Okay. Was sind jetzt meine Erkenntnisse an der Stelle? Spawn finden, ja. Finde den Phantasmastein, um die Reziproduktion zu stoppen, ja. Phantasmastein, ne? Zeo sucht einen sogenannten Phantasmastein, ja, das haben wir schon mal gehört. Magma abliefern, um Sharum zu helfen.
Ein Talander namens Loga soll wissen, woher Magmas, ich will immer Magma sagen, Magma zu bekommen ist Loga. Shamas suchen der Idiot halt. Um Shamas mal so zu helfen, ja. Okay, allgemein, sind das alles hier, sind das... Okay, Shamas suchen alles mehr. Okay, okay, ich weiß gerade mal nicht ganz genau, was hier alles, Nebenaufgaben, was Hauptaufgaben sind. Anscheinend haben wir gerade mal Nebenaufgaben gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier alles Nebenaufgaben sind oder das hier die Hauptaufgaben, aber zumindest letztendlich, solange es irgendwie alles passend ist hier, meine Güte, was dann genau die Aufgaben sind, weiß ich gerade mal nicht. So, schau mal, suchen zu allen. Ja, Talander, Loga. Wo ist denn Loga? Das frage ich mal kurz. Einen netten Bauern, der dann total die Ahnung hat. Loga. Info. Talander organisieren. Loga. Ich habe eine Frage. Hey. Wo kann ich Loga finden? Vielleicht ist er nordöstlich von hier, aber ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ah, nordöstlich waren wir doch schon. Da waren wir schon. Ich werde aber noch mal, glaube ich, wenn wir schon hier in der Gegend sind, dann werde ich nochmal hier zu Sepp gehen und mich heilen lassen und dann auch nochmal zu Tlath gehen, um was herstellen zu lassen. Dass ich dir mal ein paar verschiedene Sachen noch zeige, ein paar verschiedene Gegenstände, dass der dann auch herstellen kann. Und dann haben wir vielleicht so ein bisschen mal eine Chance auf noch mehr Gegenstände. Ma, hier ist Ma. Kennen wir aber ja. Hi! Bricht Ressourcen. Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Krieger sind stark. Ich mag keine starken Krieger. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Die Waffen der Krieger sind sehr gut. Wie steht es um die Moral der Krieger? Was ist Moral? Ja. Mar, gibt es irgendeinen Weg? Nein, ich glaube. Warum? Alle flüstern davon, dass sie den Phantasmastein wieder an seinem Platz sehen wollen. Ja, genau, deswegen müssen wir den Stein halt finden. Weil er den gerne sehen will, damit die Produktion oder die Lieferung gestoppt wird. Guti. Denken wir gleich hin. Erstmal lasse ich mich heilen hier. Zepp. Zepp mal hier den ganzen Quatsch hier. Heile mich. Kannst du mich heilen? Natürlich. Na klar. Ich passe total auf mich auf. Kann ich dabei wegrennen? Kann ich dabei wegrennen? 75? Ah! 75? 75? Bin ich jetzt zu weit weggelaufen? Moment. 100! Ne, jetzt sind es 100. Okay, alles klar. Einfach mal während der Animation weglaufen. Ja, ich wollte einfach... Eigentlich will ich nur ins Haus rein, warte mal. Hi. Dies anfertigen stellst du her. Aber ich... Achso, das ist noch andere Munition. Aber Medipack kann ich dem das zeigen? Warte mal. Muss ich dem das erstmal zeigen hier? Hey, Knirps! Kannst du das hier nachbauen? Ja, so etwas habe ich schon einmal gesehen, Ulukai. Bring mir diese Sachen, dann kann ich einen Behälter mit Energie herstellen. Erstmal so einen ganzen Eimer hinzeigen. 4 rotes Helidium, 4 grünes Helidium. Metall... Warte mal. Wo kann ich Metall finden? Achso. Du solltest größere Felsformationen danach absuchen. Meist findet man es dort. Das ergibt Sinn. Diese anfertigen. Warte mal. Wo gibt es rotes Helidium? Es ist nicht einfach, diese Kristalle zu finden, Ulukai. Sie wachsen aus dem Boden und können überall sein. Das hilft total weiter. Dies anfertigen. Jetzt kann ich das auch anfertigen, okay. Aber ich kann Ihnen noch nicht das Medipack zeigen, ne? Ich weiß nicht, ob andere das können, aber das ging noch nicht. Ach.
Ist das hier die Menge, oder was? Wird das reichen? Ja, damit kann ich das herstellen, worum du mich gebeten hast. Bitte gib mir etwas Zeit. Bist du schon fertig? Nein, ich brauche noch etwas Zeit. Schade, okay. Ist jetzt fertig? Bist du schon fertig? Nein, ich brauche noch etwas Zeit. Oh, schade. Also, sofort kann man es nicht herstellen, okay. Ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass man einfach selber sich an den Amboss stellt und ist es sofort da. Okay. Logar wollen wir, ne? Irgendein Typ hier, wie heißt er? No Tides Block. Logar, genau, sollte wissen, wo er Magma zu bekommen ist. Können wir den fragen, bitte? Ich meine, Süden hat er ja gesagt. Süden. Logar. Hier sind noch so ein paar Gesellen, die wir noch nicht. Wobei, Süden. Ich glaube nicht, dass die lila sind, dass man die entsprechend anquatschen kann. Dass die wichtigen sind. Das ist schon Süden, ne? Das ist schon. Die Richtung passt schon. Aber da unten sind auch noch ein paar Typen, die uns nicht mögen, ne? Muss gleich mal gucken hier. Wie sieht's aus, Rucksack? Bei den Dingern weiß ich noch nicht so ganz, was es eigentlich sind in dem Sinne. Und die Waffen haben wir dann, glaube ich. Warte mal. Ich habe bisher nur die eine dabei, ja. Ich werde nochmal, ich werde, glaube ich, nochmal fragen. Vielleicht weißt du nochmal ein bisschen genauer hier. Schwupps. Lokalisieren. Logar. Wo kann ich Logar finden? Geh von hier aus viele, viele Schritte nach Nordosten. Dort müsstest du ihn finden. Moment. Wurde nicht was von Süden gesagt? Moment. Doch, Logar haben wir doch schon da oben gehabt hier. Schmuggler. Bin irritiert. Dann renne ich da nochmal durch hier. Und anscheinend, wenn man die Gegner erstmal ausgeschaltet hat, dann bleiben die auch ausgeschaltet. Aber Logar waren wir doch schon. Oder nicht? Sollte man auch meinen. Ja, doch gleich mal eine ganz kurze kleine Pause machen hier. Aber ich renne erstmal mal kurz nach oben. Wobei, ich mache die Pause genau jetzt. Von daher sehen wir uns gleich wieder hier. Guti, machen wir ein bisschen weiter hier. Wo wollte ich hin? Ich wollte nach Nordosten wieder zurück, ne? Wobei, ich bin mir immer noch sicher, dass wir mit Logar schon mal gesprochen haben. Deswegen wird er da auch angezeigt. Ich habe mit Seo habe ich gesprochen. Mit Mazum habe ich gesprochen. Logar, ich guck da mal durch. Ich hoffe mal, dass ich durch diese Gegner-Gegend hier ein bisschen durchschlendern kann. Wobei, das ist alles auch von Wasser umgeben, ne? Von daher, ich muss mal hier außen rum gehen. Ich will mich jetzt nicht mehr mit allen kloppen hier. Das wäre, glaube ich, nicht die beste Idee. Ich gehe mal außen rum. Wobei das mit den Portalen. Ich muss mal gucken, wie das mit den Portalen hier aussieht. Haben wir oben eins gehabt? Ich glaube, irgendwo hatten wir auf jeden Fall Portale. Oder man sieht halt in der Entfernung, dass da hinten ein Portälchen war. Aber ich weiß nicht, wie gut die genau hier funktionieren. Oder ob das nur quasi für gesamtgroße Reisen gemacht ist. Das weiß ich gerade mal nicht. So. Ein bisschen nach Mordosten. Machen wir das. Es ist schon sehr, sehr, sehr kastenförmig aufgebaut hier, ne? So ein kleines bisschen.
irgendwelche Diagonalen in dem Sinne, so klare Diagonalen gibt es ja doch tendenziell weniger. Ich weiß nicht, ob das mit der alten Technik von damals zu tun hat, dass man die Art, wie man die Map damals dann aufgebaut hat, ob es damit dann zusammenhängt, ob das quasi damals eine Limitierung war. Oder dass sie das halt der Originalgetreue her deswegen wieder so übernommen haben. Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Genau, dass es so ein Kastensystem ist quasi, dass man sagen kann, okay, das ist das Stück Landschaft und das ist ein anderes Stück Landschaft, das modulweise so aufgebaut war. Na, Kollege Loga. Kommst du mal eine Sekunde her? Mit dem haben wir noch nicht gequatscht. Wir haben ihn nur gesehen aus der Entfernung. Bist du Loga? Ja, Olukai, der bin ich. Gut, ich brauche etwas Magwa. Warum sollte ich das haben? Man hat mir gesagt, dass du die Gabe hättest, Dinge zu beschaffen, und Magwa wäre etwas, was du gerne beschaffst. Das stimmt, dafür bin ich bekannt, ja. Aber das ist mit einem großen Risiko verbunden. Aha. Ich vermute, es ist eine Frage des Preises. Vermutlich. Meine Dienste sind nicht billig zu haben, und das ist mein einziges Magwa, Ulukai. Möchtest du etwas für Magwa für 130 Zorgins kaufen? Ich habe über 200, aber kriegen wir das noch anders vielleicht? Aber ich kaufe das einfach mal. In Ordnung, das geht klar. Sag bitte niemandem, dass du es von mir bekommen hast, Ulukai. Ich werde auch dicht halten. Ich glaube zwar, dass wir das auch anders hätten kriegen können, aber wir haben das Geld gerade mal übergehabt. Ich glaube, Geld, ich weiß nicht, wie wichtig Geld sonst an der Stelle sonst ist. Das kann ich gerade mal nicht sagen. Wir haben so viele Infos, ne? Was kannst du mir über das Magwa erzählen? Irgendwie kann ich dein Gesicht gut leiden, also werde ich dir erzählen, was ich weiß, Ulukai. Früher gab es große Mengen der Magwa-Pflanze in einer anderen Region von Adelpha, aber nur so lange, bis Feran dort mit dem Bergbau begann. Mhm. Seit dieser Zeit sind die Pflanzen nach und nach verschwunden. Und das ist ein Problem? Oh ja, weißt du, Ulukai, wenn man das Magwa isst, verleiht es dem Phantasma neue Stärke. Da es nur noch wenige dieser Pflanzen gibt, hat Kroax verfügt, dass sie niemand außer den Kriegern besitzen darf. Die Guten ins Töpfchen, was? Die Krieger nehmen viele Dinge und behalten sie für sich selbst. Wenn du einen Ort findest, an dem sie leben, wirst du sicher viele solcher Sachen dort finden können. Das ist schon ein bisschen sehr unterdrückend hier und sehr ausbeutend, aber naja. Ich glaube, das ist keine Sache, die unbedingt so wahnsinnig selten ist. Das gibt es in vielen Geschichten. Nicht nur in Fantasiegeschichten, sondern auch in der echten Welt. Was nicht cool ist. Dass man seine Machtposition entsprechend ausnutzt. Oder weiterhin ausbaut. Wer wollte das hier haben? Wollte er das haben? Ich guck mal kurz. Notizblock. Nahen finden, aufhalten. Ihr könnt das über den Mond wissen. Ja. War das verstanden? Genau, oder? Magwa abliefern, um Shamas Mazum helfen. Okay, stimmt, da war weiter oben. Genau. Das war der andere Kollege hier. In seinem Tempelchen war der. Warte mal. Da oben. Glaube ich zumindest. Wenn mich meine Erinnerung. Da ist er nicht. Mist. Wenn mich meine Erinnerung täuscht. Hier sind nur Gegner. Ah, die Richtung stimmte so grob. Dann waren so ein paar Gegner. Der möchte ich tendenziell nicht unbedingt reinlaufen. Na, verdammt! Oh nein, Schwerkraft! Au! Ich bin getroffen! Der Boden hat mich angeschossen! Ja, aber wo denn? Was denn? Ich hab keine Ahnung. So, Kollege. Was geht? Magwa übergeben. Was das Magwa betrifft. Hast du eins gefunden? Ja. Ja, sicher. Großartig. Kann ich es jetzt haben? Ja, Baumbart. Ja. Natürlich. Danke. Schmeckt gut, ja? Nein, es schmeckt ein wenig fad. So, was wolltest du mich fragen, Ulukai? Info. Machen wir mal ein bisschen Info. Heilen? Er soll ja nicht mich heilen eigentlich. Er soll ja jemand anders heilen. Mal ansehen.
Was denken die Talaner über mich? Man kann nicht sagen, ob sie dich mögen oder nicht. Das ist ein bisschen blöd. Könntest du mich jetzt heilen? Ja, ja, natürlich. Na, Klärchen auch. Der sollte mich eigentlich, also... Der sollte eigentlich jemand anders heilen. Wenn sie das mal anschaut hier. Da, schau mal suchen, der Ilut heilt. Aber anscheinend ist das nicht der. Anscheinend nicht. Zio sucht einen sogenannten Phantasmastein. Außerhalb des Fehltempels. Ja, das ist eine gute Frage. Wo der Stein denn genau vorhanden ist. Wahrscheinlich müssen wir erstmal mit den anderen noch ein bisschen quatschen. Ich überzeuge die Stammesführer, den Nachschub zu stoppen, ja. Schau mal, suchen wir über das Mon weiß. Mann, wir müssen nochmal einen Nahen finden hier. Ah, ne, okay, den haben wir. Ne, warte mal. Wir können über das Mon wissen. Nahen ist aber ist nicht der Typ, der so ein bisschen doof gehalten war. Schön, dass die Effekte auch die ganze Zeit hier noch existieren jetzt. Ich lasse ihn erstmal mich heilen. So, dankeschön. Machen wir das. Hat er jetzt noch mehr Ahnung? Halt, stopp. Na, sprich mit mir. Habe ich den jetzt kaputt gemacht oder wie ist das? Nee. Info Ferran. Machen wir das. Entschuldigung, Kumpel. Kannst du mir etwas über Ferran erzählen? Ferran kam vor ein paar tausend Monden nach Adelpha. Er traf den Propheten Khazar, der schon doppelt so lange friedlich unter uns gelebt hatte. Die beiden diskutierten erzürnt über das Schicksal Adelphas. Dann traf Ferran Khorax und kurz darauf erklärte er, dass er der Gesandte des Jotsfae sei. Ist es nicht seltsam, wie so etwas passiert? Ferran versammelte andere Fetalaner um sich, die ebenfalls die Macht über Adelpha erringen wollten. Die Dulotai-Wächter lehnten sich gegen sie auf, wurden aber bald von Khazar zurückgerufen, weil er Ferran ohne Gewaltanwendung aufhalten wollte. Während des Neseyat, des blinden Mondes, traf sich Ferran dann mit Khazar, um über den Frieden auf Adelpha zu diskutieren. Und da kehrten Ferran und Khorax ihn und viele seiner Anhänger um. Das ist aber nicht sehr freundlich hier. Das ist immer das Problem, wenn man versucht, Sachen friedlich zu lösen und die anderen interessiert das nicht und hauen einfach alle um. Barriere. Ah. Was kannst du mir über die Barriere erzählen? Ich weiß nur, dass Ferran sie erschaffen hat und dass sie bisher alle abwehrte, die versucht haben, sie zu passieren. Was liegt dahinter? Ein Zucht- und Dressurlager für Ventilopen. Auch Khorax-Ventilopentrainer leben dort. Kann man sie irgendwie umgehen? Soweit ich weiß nicht, Ulukai. Die Ventilopen sind für jedermann, der sich nicht Ferans Willen unterwirft, der Schrecken der Lüfte. Okay. Was ist Neseyat? Neseyat ist eine Zeit, die alle 8000 Monde wiederkehrt und in der kein Licht vom Himmel fällt. Du meinst, beide Monde verdecken beide Sonnen zur gleichen Zeit? Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber ich glaube, ich verstehe es. Ja, die Monde werden so dunkel, als würdest du deine Augen schließen. Der letzte Neseyat war wirklich ein dunkler Mond, denn es war der Mond, an dem Ferran die Herrschaft über Adelpha übernahm. Oh, symbolisch dunkel, hey. Ja. Der Schatten, der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Bisher war das sehr, sehr täglich hier, ne? Also bisher, ich meine, das bewegt sich hier zwar ein bisschen, bisher ist es sehr täglich hier. Kannst du mir die Phantasmen erklären? Ja, natürlich, Ulukai. Es ist wichtig, dass du es verstehst. Es gibt 4 Phantasma-Arten, die Talaner empfangen können. Wenn wir ein bestimmtes Alter erreichen, werden wir bei der Phantasma-Quelle zu einem bestimmten Phantasma konvertiert. Wobei wir erfahren, welches Phantasma wir erhalten haben. Welche 4 Arten sind das?
Es gibt das Fae-Phantasma, das alle Krieger besitzen. Und früher auch die meisten der Dolotai-Wächter. Heute haben die Wächter allerdings alle möglichen Phantasma-Arten, weil die meisten der alten Wächter umgekehrt wurden. Die Fae-Talaner können ihr Phantasma wie eine Waffe einsetzen und Energie aus ihren Körpern freisetzen. Und die anderen? Das Ka-Phantasma ermöglicht einem Talaner, ein Schamas zu werden, der mit Hilfe seines Phantasmas heilen kann. Das Eloi-Phantasma macht einen Talaner schlauer oder kreativer, sodass er ein Händler oder Handwerker wird. Und die letzte Phantasma-Art, die die meisten Talaner besitzen, ist das Ganda-Phantasma. Es verleiht einem Talaner die Kraft und die Fähigkeit, lange zu arbeiten. Na toll. Na toll. Hey, ich wurde auserwählt, ein lang anhaltender Arbeiter zu sein. Hurra, ich bin ein wichtiger Baustein dieser Gesellschaft. Mich kann man gut ausnutzen. Und ich verstehe immer statt Fae-Talaner, verstehe ich immer Fae-Talaner. Das heißt, es ist dann, die werden dann konvertiert zu so einem Klumpen Käse. Weißer Käse. Ja gut, wenn man sich ihn mal anschaut, ne? Wenn man sich den Typ mal anschaut, er sieht tatsächlich ein bisschen nach Väter aus. Gut, sehr ungesunder Väter, aber... Väter mit sehr vielen Fingern. Aber was soll's. Fremde hohe Vegetation und hohen... Niveau. Also springen können wir schon mal. Alles klar. Ah, wir haben auch ein Jetpack, ne? Rucksack. Ah, deswegen können wir springen. Fantastisch. Die Frage ist jetzt nur ein bisschen, wo ich hin muss. Jetzt haben wir zwar dem Kerl was gegeben, aber ich hatte gehofft, dass das hier nochmal ein bisschen ertragreicher wird. Von den Infos her. Was haben wir hier? 14% Hauptmission. Das war anscheinend auch Hauptmission. Das Mond finden. Nahen finden. Ja, warte mal. Genau. Findet den Phantasmastein. Außerhalb des Fehltempels. Also im Prinzip müssen wir gerade mal erstmal einen Schamas suchen, der Iliot heilt, oder aber natürlich auch das Steinchen finden hier, ne? Wir können mal zu den anderen lila beknüppelten Figuren hingehen, weil die lilanen sind anscheinend ganz gerne mal die was zu sagen haben. Weil Loga der Schmuggler. Ist der lila? Nee, ist er nicht. Das ist eine schlechte Idee. Das war Schwerkraft. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Hi. The Kazan mehr. Nein. Kommst du mal eine Sekunde her? Mhm. Hast du einen Narren gesehen? Nein, diesen Mond nicht, Olukai. Ich habe gehört, er sei sehr aufgebracht. Ich hoffe nur, dass die Krieger ihn nicht umgekehrt haben. Ich hoffe mal auch nicht, warte mal. Wer weiß es dann? Da wäre jetzt sowas Neumodisches wie Questmarker. Total schön. Für die ganzen verweichlichten Menschen wie ich, die sich auf sowas verlassen die meiste Zeit. Hat er denn eine Ahnung vielleicht? Hast du einen Narren gesehen? Nein, diesen Mond nicht, Olukai. Okay, die sagen anscheinend das gleiche. Okay. Das heißt, den haben wir nicht gesehen. Das heißt aber auch... Warte. Das heißt, ich kann den gar nicht finden. Vielleicht ist der hinter der Barriere. Weiß es nicht. Weiß es nicht. Haben wir denn noch irgendwelche spannenden Figuren hier? Warte mal. Na, Kollege, den kennen wir, ne? Den haben wir schon gesehen, ganz am Anfang, ja. Hast du mal eine Sekunde? Hast du Klart hier irgendwo gesehen? Geh von hier aus ein Stück nach Süden. Dort kannst du ihn vielleicht finden. Vielleicht. Den haben wir halt schon gesehen. Zepp haben wir Zepp? Zeo haben wir gesehen, ja, aber Zepp? Weißt du, wo ich Shamas Zepp finden kann? Er war vor kurzem südwestlich von hier. Wenn du eine Weile in diese Richtung gehst, findest du ihn vielleicht. Südwestlich von hier, ja. Weil wir müssen ja einen Schamas finden, der dem anderen noch hilft. Vielleicht kann der das ja. Südwestlich. Haben wir?
Salinas weiß ich gerade mal nicht. Südwestlich. Warte mal, wo haben wir denn südwestlich? Hier ist wieder das Dorf hier, ne? Oder wieder die Gegend. Beide ja noch Figuren sind, die ich noch nicht mir unter den Nagel gerissen habe. Ah, ja, das hat funktioniert. Sehr gut. Ah, nicht darunter. Nein. Nein. Untersteh dich. Hi. Fremde Vegetation geortet. Ja, ja. Halt, nimm den Quatsch mit. Die Tiere lasse ich mal liegen. Die Spinnen. So. Warnung. Schwache Energiequelle geortet. Ah, sind auch wieder Gegner, ne? Oder was ist denn das? Das sind Gegner. Ich gehe mal um die rum. Die gefallen mir nicht. Die schießen auf mich. Die Kämpfe sind jetzt nicht so der herausragendste Teil. Da die muss ich nicht unbedingt die ganze Zeit machen. Sagen wir es mal so. Wobei nämlich schon alle gesehen haben hier. Ist ja offenbar. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch hier was machen kann. Ich weiß nicht, wann die den Fokus verlieren. Ah, da oben ist jemand, der sieht interessant aus. Es geht. Hallo, Kazoo, Rizi-Händler. Oh, sehr, sehr gut. Grüßen. Ich habe eine Frage. Hi. Hallo. Hallo, Ulukai. Bist du bereit, es mit ein paar Kriegern aufzunehmen? Ich habe vor, bald zu kämpfen. Solltest du nicht eher an den Frieden glauben? Das tue ich. Ich glaube daran, dass die Krieger in Frieden ruhen sollten. Ich bin ein Wächter, aber ich arbeite als Rizi-Zähler, um näher an Kroax und Feran heranzukommen. Ah, sehr clever. Ja, hauptsächlich war es meine Idee. Yeah. Zulkrim hat nur ein wenig nachgeholfen. Aha. Dann erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über deine Arbeit als Rizi-Zähler. Nun, ich zähle nicht wirklich Rizi. Ich bin der starke Arm dieses Teams. Siehst du meinen Freund dort im Süden, den anderen Rizi-Zähler? Der ist das Hirn der Gruppe. Wir warten nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, um gegen Kroax losschlagen zu können. Und wann wird das sein? Wenn Kroax am schwächsten ist, dann gehört er mir. Ich wette, er wälzt sich schon schlaflos im Bett herum, weil er weiß, dass du es auf ihn abgesehen hast. Du hast also schon von mir gehört? Wo? Woher weißt du, wie großartig ich bin? Ja. Jeder spricht von dir, dem Großen. Ja, boah, der Große. Das gefällt mir. Ja, also... Ich bin mir ja nicht sicher, ne? Aber es scheinen nicht alle wirklich die Leuchten schlechthin zu sein hier. Zalinas haben wir aber auch schon, Zalinas kennen wir. Okay. Im Prinzip muss ich einfach mal zu allen lila beleuchteten Namen hier hinrennen. Da bin ich ja auch gerade mal bei. Hallo. Bist du lila? Nein. Schade. Alter. Kosirel? Ah. Hey, Knirps.